Fuhl hat halt absolut gar nichts weggenommen. Ja, eigentlich hat man ja zweimal, ne? Nice. Also vorhin hat das besser geklappt, ihn zu treffen. Hier unten klappt das alles gut. Stell dich Papp an den Stein, dann trifft er nicht. Aber wenn die Kleinen nicht treffen, das ist ja jetzt nicht so dramatisch, ne? Kackfratzen! Bin ich mal stehen bleiben? Aber einmal bestimmt einmal noch ein wirkliches Verband gewesen. Okay, einmal noch. Linksklick war doch, glaube ich, Normalangriff und Rechtsklick war Zauberangriff. War rechts dich ausweichen? Ich habe es geschafft. Ich habe den Duke gefunden. Also zumindest mit STRG. Kommen wir zu spät? Seid kein Idiot, seht euch um! Natürlich kommen wir zu spät! Theronus hat uns das von eurem Großvater erzählt. Es tut mir leid. Ach, hör auf. Ich danke euch. Aber jetzt will ich nur noch so schnell wie möglich zum Teleskop zurückkehren. Also gut, dann wollen wir mal. Worauf wartet ihr noch? Ich kann das Babyfon gucken. Ja.
Ihr beide bleibt hier beim Professor. In den dunkleren Ecken könnten immer noch ein paar Kobolde lauern. Ach, diese Kack-Kobolde. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich oben nicht da reingegangen wäre, sondern zur anderen Seite? Also dann los! Das Teleskop ist da oben. Worauf wartet ihr noch? Drängelt ihr eigentlich jeden so? Ach so. Nein. Nur euch. Ach, Kira, also wieder runter. Also wieder runter. Jetzt habe ich gar nicht hingehört, was sie gesagt haben. Was hat denn jetzt gesagt? Jetzt habe ich gar nicht gehört. Ach, da kann man immer noch hinkriegen. Das Schiff segelt mit voller Kraft in Richtung Rain. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir müssen nach Haven zurückkehren. Dort können wir einen Plan schmieden, wie wir die Galeone abfangen können. Wir haben keine Zeit, um Pläne zu schmieden. Wir sollten sofort nach Rain aufbrechen. Nein, wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Wenn wir nicht hinreichend gut gerüstet in Rain einfallen, laufen wir in den sicheren Tod. Die Galeone ist stark bewacht. Wir brauchen mehr Leute. In Ordnung. Wir brauchen mehr Details. Danke für all eure Hilfe, Theronus, aber ich bin sicher, ihr seid froh, wenn in eurer Bibliothek wieder Ruhe und Frieden einkehrt. Wir wünschen euch alles Gute und verabschieden uns jetzt. Viel Glück! Passt auf euch auf, David! Tschüss! Geht mit Gott! Die Vorhut berichtet, dass es in der Stadt Rain eine überlegene Präsenz von Silvers Truppen gibt. Ein beträchtlicher Anteil davon wird sich in und um das Hafengebiet verteilt haben, um die Frauen abzuschotten. Wir sind nicht für einen Angriff vom Wasser aus ausgerüstet. Wir müssen uns also durch die Stadt vorkämpfen. Nein, ein Frontalangriff wäre glatter Selbstmord. Ihre Truppen sind besser für den Kampf ausgebildet als wir. Und sie sind uns zahlenmäßig 5:1 überlegen. Wir haben keine Wahl. Wir können weder unsere Fertigkeiten verbessern noch unsere Truppengröße. Nein, aber wir können sicherstellen, dass wir die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, bis zum letzten nutzen und sinnvoll einteilen. Wir sollten uns in kleinere Gruppen aufteilen und zeitgleich die wichtigsten Gebiete angreifen. Sind wir nicht als größere Einheit stärker? Nicht unbedingt. Wenn wir in Zweiergruppen vorgehen, können wir ein größeres Gebiet sichern und uns unbemerkt unseren Weg durch die Stadt bahnen. Ich denke, er hat recht, aber ich finde, wir sollten uns an den Docks wieder zusammenfinden, um gemeinsam die Frauen schützen zu können. Dann ist ja alles klar. Ich vermute, es hat niemand mehr etwas hinzuzufügen. Dann schlage ich vor, wir machen uns so schnell wie möglich auf den Weg nach Rain. Was wäre mit Mittagessen oder Abendbrot oder Frühstück? Was ist mit der Kohle? Ja, das interessiert. Das verstehe ich nicht. William, ihr kommt mit mir. Anita, danke für 470 Bits. Vielen Dank, Anitachen. John, ihr geht mit Ben. Oh Mann, wie kommt es, dass ich mit Ben losziehen muss? Warum kann ich nicht mit Jacqueline gehen? Danke schön, vielen, vielen lieben Dank. Du solltest dankbar sein. Du hättest auf Fat Bob zugeteilt werden können. Junge, Junge. Ja? Was ist mit mir? Wer ist mein Partner? Ihr habt euer Essen. Und Sekün, ihr geht schließlich mit David. Viel Glück. Nur keine Sorge, David. Ich werde euch beschützen. Was ist mit der Kohle? Ja, das interessiert. Keine Sorge, David. Vanetachen. Da, du wolltest ja wieder die 11 stehen haben, ne? Vaneta, danke für 150 Biddies. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Nur was? Ich sehe gar nichts. Ja. Das normale Feld ist für sowas viel besserer. Ach, ich habe jetzt mehr Dings. Energie.
136? Ach, look at that. Pfeile. Breitschwert. Kurzschwert, Breitschwert. Nehme ich das mal. Sieht man schon, dass es besser sein wird. Ich bin der Schreiber. Ich berichte in meinem Buch der Legenden über eure Abenteuer. Also erzählt mir von wieder. Euren Tagen. Kann ich nicht einmal sagen, Speicher, danke? Warum dieses Tamtam? Okay, ich kann nach da. Ich kann da rein, ne? Okay, gut. Ja. Warte, ich hab gerade was. Ich hab gerade getrunken. Ich hasse es so sehr. Zwei Richter. Sieht aus, als wäre er verletzt. Oh nein. Na los, kommt, er braucht eure Hilfe und zwar schnell. Eure, er ist doch alleine da. Nein, das ist eine Falle. Aha. Lappen, ey, wirklich. Unglaublich. Appel und Pfeile. Ah, okay. Also hier. Komm hier nicht zurück. Jetzt? Ach was, ich kann den. Aha, aha, aha. Aha. Danke, hast du gut gemacht. Ja, super. Jetzt können wir wieder zurück. Also. Ich kann. Ja, es wird schon. Also ich wollte jetzt nicht Alte sagen, das sollte jetzt nicht Dingsbumster klingen, ne? Sorry. Bin ja selber eine Frau heute. Hast am Ende, glaube ich, vier Leute, die du da rum... Ach, guck an. Ich bin mal raus für heute. Bis morgen früh. Italien, vielen lieben Dank für alles, wirklich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dass du da warst, für Bits, für alles. Danke, danke. Ich wünsche dir guten Nächte. Jetzt gibt es aber gut Futter, wa? Tell me of your deeds, adventurer, so that I may record them in my book of legends. Will denn nicht sich mal entscheiden, welche Sprache er spricht? Den Laptop, den ist noch geholt oder ist er liegen geblieben? Ich würde mir sagen, sollen wir was zu trinken holen?
Nee, hat sie nicht, okay. Aber trinken hast du, ja? Was machen die denn da? Ihr hört auf mit der Ferkelein da. Wenn man hier auf einen Schwein pfeift. Nö. Was? Auch kein Trinken? Oha. Das hört sich so gemein an, wenn der jault. Das will ich nicht. Wow, hör auf damit. Oha, noch einer. Du machst da, ich mach hier. Ja, hör doch auf, wir müssen uns entscheiden. So, ich bin jetzt sie gewesen. Aha. Ah. Habe ich so wohl aus Versehen angeklickt. Nee, Rechtsklick ist aber kein anderer Angriff. Wir haben mal geguckt, der macht ja das Inventar auf. Der SRG rückhält den Wert ab. Was ist denn eigentlich? Wenn ich die auswähle, kann ich für die den auch essen? Okay, gut. Berichtet mir von euren Taten. Ja, erzähl mal. Sehr gut. Oha. Alle Belohnungen für diesen Stream abgeholt. Schau beim nächsten Stream wieder vorbei. Was? Echt? Oha. Was? Keks geht nicht?
Oha, da gibt es ein Maximum, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, ich habe da eine Grenze. Habe ich da ein Dings eingestellt? Weiß ich gar nicht. Guck ich gleich mal. Ich mache mir sowieso gleich mal einen Kaffee. Ich glaube, es ist eingestellt, dass 10 Kekse nur gehen pro Stream, oder? Oh, das geht ja gar nicht. Oder habe ich 20 gemacht? Das würde hinkommen. Your adventures have been many. I will record them in my book, so that you may know them always.